Hallo, liebe Besucher meiner Excel-Videos für Fortgeschrittene. Ich möchte Ihnen hier in dieser Arbeitsmappe ein Fallbeispiel vorstellen. Dabei geht es um die Häufigkeitsverteilung. Das, was Sie hier auf dieser Tabelle MS, so habe ich sie genannt, was Sie auf dieser Tabelle finden, das ist das Fallbeispiel aus der Excel-Hilfe für diese Funktion. Man kann dort grundsätzlich die Beispieldaten kopieren und in eine neue leere Arbeitsmappe in der Zelle A1 einsetzen. Wenn Sie das noch nie getan haben, dann klicken Sie hier auf dieses Textfeld und dort wird dann gezeigt, wie man diese Fallbeispiele von Microsoft übertragen kann, um sich dann damit vertraut zu machen. Darunter haben Sie dann nochmal die Möglichkeit, wenn Sie sich direkt in der Arbeitsmappe befinden, dieses Video abzurufen, dann brauchen Sie nicht lange bei YouTube rumzusuchen. Und wenn Sie die Hilfe direkt aufrufen wollen, dann haben Sie hier unten die Verknüpfung mit der Online-Hilfe. Ich möchte Ihnen mit der Häufigkeitsfunktion zeigen, wie man Matrixformeln erstellt. Wenn ich diese Funktion direkt aus der Hilfe übernehme, dann sieht das so aus. Hier fehlen noch ein paar Werte. Hier oben habe ich das ja schon ausgeführt. Das ist also schon zusätzlich gemacht worden. Und Sie sehen, da stehen ja außenrum solche geschweiften Klammern. Und hier habe ich auch schon die gleichen Ergebnisse, wie sie hier in Klammern stehen, praktisch die Prüfziffern, die mir helfen zu beurteilen, ob das alles so richtig war. Damit Sie sehen, wie man dann diese Häufigkeitsfunktion als Matrixfunktion ausführt, markiere ich den Bereich, wo sie später erscheinen soll. Ich betätige dann die F2-Taste, um die vorhandene Formel zu bearbeiten. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ich halte die Umschalt- und die Steuerungstaste gedrückt und tippe dann mit der anderen Hand auf Enter bzw. die Eingabetaste. Und jetzt sehe ich hier das Gleiche, was ich auch schon hier oben stehen habe. Und damit das etwas verständlicher ist, da habe ich noch mal die Grenzen beschrieben. Hier sind also die Werte unter 70 bzw. bis 70 einschließlich und dann habe ich hier die nächste Klasse und die beiden anderen. Das Beispiel ist natürlich sehr kurz und knapp und man kann sich da noch nicht allzu viel vorstellen. Deshalb habe ich eigene Daten nochmal bereitgestellt. Es sind hier meine Ausgaben aus dem Jahr 2009. Und da habe ich hier in der Spalte F Bruttobeträge, das sind insgesamt 133 numerische Werte. Sie sehen, das geht bis zur Zeile 134. Die Überschrift kann man da berücksichtigen, dann sind es 133 numerische Einträge. Und die verteilen sich dann, wenn ich das schon mal mit dem fertigen Beispiel demonstriere, auf diese Klassen, also es sind auch 133, das sehe ich hier unten in der Statuszeile in der Summe. Wenn ich die Klassen so festgelegt habe, dann gibt es eben diese Häufigkeiten hier. Wie die Häufigkeiten dann zusammengefasst werden, hängt entscheidend davon ab, wie man die Klassen wählt. Ich habe hier unten nochmal andere Klassen aufgebaut, beziehungsweise habe ich hier andere Klassen festgelegt. Und da möchte ich daneben die Häufigkeitsverteilung für diese Klassen nochmal ermitteln. Das müssen natürlich in der Summe wieder 133 zusammenkommen. Und das will ich jetzt mal zeigen, wie man das macht. Ich fange hier an mit dem Gleichheitszeichen, gebe dann ein H ein. Dann kann ich hier aus der Funktionsauswahl schon mal die Häufigkeit wählen. Habe ich doppelt darauf geklickt. Jetzt muss ich als erstes die Daten festlegen. Da habe ich ja gesagt, das soll die Spalte F sein. Dann gebe ich ein Semikolon ein und jetzt kommen die Klassen. Und die habe ich hier eben schon mal beschrieben, zwischen K16 und K21. Wenn ich dann die Enter-Taste drücke, dann habe ich den gleichen Betrag wie hier oben, weil da ist ja auch die gleiche Klasse bis 5 einschließlich. Das müsste sich bei der nächsten Klasse bis 10 einschließlich natürlich auch das Gleiche ergeben. Aber darunter haben wir dann natürlich andere Zahlen stehen. Ich markiere das jetzt.
drücke die F2-Taste und jetzt möchte ich dies zu einer Matrixformel machen. Und das passiert wieder mit Umschalt und Steuerung, die ich gedrückt halte, und mit der anderen Hand tippe ich auf die Enter-Taste. Die Summe, die ist natürlich auch wieder 133, aber die Zahlen, aus denen sich die Summe zusammensetzt, die sind natürlich anders, weil ich hier andere Klassen gebildet habe als hier oben.